wir müssen den Mut aufbringen, in unserem Land jetzt die Veränderungen vorzunehmen, die notwendig sind, um wieder an die Spitze der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in Europa zu kommen. Wir werden Leistungen des Staates kürzen, Eigenverantwortung fördern und mehr Eigenleistung von jedem Einzelnen abfordern müssen. Wer hat das gesagt? Gerhard Schröder am 14. März 2003. Eins erleben wir ja, eigentlich sehr ambivalente Zeiten. Sie haben, Herr Balsen, gerade beschrieben, wie verdammt gut es uns gerade geht. Ich habe manchmal auch den Eindruck, es geht so gut, dass wir gar nicht mehr richtig wahrnehmen, wie gut es geht. Fast alle Bundesländer haben mittlerweile ausgeglichene Haushalte und Überschüsse. Man hat ja manchmal so den Eindruck, nee, der Schäuble hockt auf der Kohle da in Berlin und die Länder sind alle arm. Also ganz so trifft es nicht mehr. Selbst Berlin, früher arm, aber sexy, hat heute 1,2 Milliarden Euro Überschuss. Die spannende Frage ist also, was läuft da eigentlich falsch? Und da geht es natürlich zum Beispiel um Planungsprozesse und Planungskapazitäten. Wo die Wahrheit ist, dass wir alle, ob Kommunen, Länder oder Bund, Planungskapazitäten, also auch Stellen abgebaut haben, bei denen die planen. Aber was noch viel mehr ein Thema sein muss, ist die Frage von Planungsverfahren und Planungsprozessen. 45.000 junge Menschen verlassen jedes Jahr in Deutschland die Schulen ohne Abschluss. Das ist die eigentliche soziale Frage in diesem Land. Wir schaffen das monatelang, über Altersarmut zu diskutieren. In dem Jahr, wo wir die höchste Rentenerhöhung seit 23 Jahren haben, schaffen wir es politisch, den Eindruck zu erwecken, als wären ab nächste Woche alle altersarm. Obwohl Armut im Alter noch auf viele Jahre ein unterproportionales Phänomen ist. 9 von 100 Deutschen im Schnitt brauchen Sozialhilfe. Aber nur 3 von 100 über 65-Jährigen. Aber 40 von 100 Alleinerziehenden. 18% der Kinder sind in Armut. Wenn wir ein Problem in Deutschland bei Armut haben, dann bei Familien und bei Kindern. Wie helfen wir denjenigen, und das fängt vorne an, die es von zu Hause aus nicht so leicht haben, wo die Kinder die einzigen sind, die morgens aufstehen. Die gibt es nicht nur in Hannover und Berlin, die gibt es auch bei mir im Münsterland. Wo keiner vorliest. Wie helfen wir den Jungs und Mädels, ihre faire Chance im Leben zu kriegen? Und da geht es darum, was machen wir in Kindergarten und Grundschule? Ich werde nie verstehen, warum wir so viel mehr Geld pro Jahr pro Schüler im Gymnasium ausgeben und in der Oberstufe als in der Grundschule. Das, was sie mit 3 und 5 nicht grundlegen da oben, das holen sie mit 10 nicht mehr raus. Und mit 15. Und deswegen stärker mal wieder eine Bildungsdebatte zu führen, nicht darüber, was steht da draußen dran. Das können wir ja immer mit großen Emotionen schreien. Sondern was findet eigentlich drinnen statt? Und wie helfen wir vor allem den Jungs und Mädels ab Kindergarten und Grundschule, die sonst nicht so ihre faire Chance kriegen. 1990 war es noch jeder dritte Euro, den wir für Soziales ausgegeben haben. 2017 ist es jeder zweite Euro, den wir für Soziales ausgeben. Finde ich, ist jetzt mal die Zeit, nachdem wir jetzt 4 Jahre hatten mit keine neuen Steuern, keine neuen Schulden, finanzpolitischer Verlässlichkeit, jetzt zu sagen, wir geben denjenigen, die den ganzen Laden am Laufen halten, die dann, wenn sie Überstunden machen, Facharbeiter, Krankenschwestern, Polizisten, die es oft gar nicht merken, auf einmal im Spitzensteuersatz schon sind. Wir geben eben nicht was zurück, wir lassen ihnen mehr, so rum wollen wir denken. Wir lassen ihnen mehr von dem, was sie hart erarbeitet haben und deswegen wollen wir beginnend, idealerweise mit nächstem Jahr, die Steuern um mindestens 15 Milliarden Euro senken und schrittweise beginnen, den Soli abzubauen. Also nicht die Erfolge der Vergangenheit abwickeln, und irgendwie noch wieder die alten Kämpfe führen, sondern drüber. Ich möchte im Übrigen auch nicht, wissen Sie, wenn ich dann höre, Arbeitslosigkeit, Arbeitslosengeld 1 verlängern, ist übrigens schon länger für Ältere. Aber es geht doch eigentlich nicht darum, Arbeitslosigkeit zu finanzieren. Sondern wir sollten doch darüber reden, wie wir Arbeitsplätze schaffen. Mir ist das vom Denken her immer falsch. Wir reden darüber, wie wir Arbeitslosigkeit finanzieren, anstatt darüber zu reden, wie wir aus Arbeitslosigkeit herausführen können und neue Jobs entstehen können, wie es gelungen ist. Mit der Agenda 2010 wieder etwa Niedriglohnsektor. Ja, wir haben uns bewusst entschieden, wieder einen Niedriglohnsektor in Deutschland zu haben. Den gab es vorher nicht mehr. Aber dadurch haben auf einmal Hunderttausende, Millionen Menschen wieder einen Job gekriegt. Das ist die Frage, was ist am Ende moralisch besser? Wenn ich da oben stehe und sage, Niedriglohn gibt es nicht mehr in Deutschland, aber ich habe 5 Millionen Arbeitslose. Oder wenn ich Menschen die Perspektive und die Chance gebe, Schritt für Schritt ihren Weg in den Arbeitsmarkt zurückzumachen. Ja, uns geht es gerade ziemlich verdammt gut, aber ich habe nur so ein paar Themen genannt,
Wir müssen daran arbeiten, dass das so bleibt. Aber wenn die Menschen das Gefühl haben, meine Wahl macht keinen Unterschied mehr, dann suchen sie irgendwann die extreme Wahl. Ich glaube, auch das ist das, was wir in Teilen im Moment sehen. Wenn es uns jetzt gelingt, zwischen Union und SPD wieder etwas stärker in eine auch inhaltliche Auseinandersetzung zu kommen, denn dahinter stecken unterschiedliche Konzepte. Ob sie Steuern senken für die, die hart arbeiten, weil sie glauben, das ist deren Geld, oder ob sie sagen, wir müssen neue Steuern einführen, weil wir halt noch mehr zum Umverteilen. Kann man beides richtig finden. Aber es sind unterschiedliche Denken dahinter, ne? Die Frage, ob sie sagen, wenn wir Überschüsse haben, wollen wir auch mal Schulden tilgen, um Pulver trocken zu halten für die Zukunft, oder ob sie sagen, Zinsen sind gerade niedrig, wir hauen noch mal richtig einen raus. Applaus